Hey, ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, was passiert heute? Ich werde euch heute den Hauswirtschaftsraum zeigen, also die Waschküche. Der Kamin steht und der sieht so, so schön aus. Ich bin wirklich überwältigt. Der ist allerdings auch noch nicht zu 100% fertig, aber dazu kommen wir gleich. Und ich trage die Dr. Smile Schiene. Das ist quasi die letzte, also der Retainer. Und ja, ich wollte mein Fazit auf jeden Fall mal abgeben, denn ja, ich bin schon am Endstadium sozusagen. Also ich muss noch einen letzten Termin wahrnehmen zur Kontrolle, aber ansonsten bin ich fertig. Aber dazu kommen wir auch gleich. Und ja, heute ist mein Geburtstag. Ich bin junge 18 geworden. Nein, Quatsch. Heute steht natürlich nichts Besonderes an. Unter diesen Umständen kann man natürlich keine Party schmeißen, ist schon klar. Tada, richtig schöne Blumen. Ich nuschel übrigens immer noch ein bisschen mit den Schienen. Also es ist so, dass ich mich für Dr. Smile entschieden habe damals, weil das durchsichtige Schienen sind. Die fallen wirklich kaum auf. Die sieht man auch tatsächlich gar nicht. Schaut. Ja, eine feste Zahnspange würde für mich gar nicht in Frage kommen. Was mir besonders gut gefallen hat bei Dr. Smile ist, dass man eben nicht verpflichtet ist, jedes Mal hinzugehen. Man muss gar nicht so viele Termine wahrnehmen. Ich war bisher dreimal da, meine ich. Also einmal für den 3D-Scan. Der ist übrigens auch komplett kostenlos. Das kann ich euch auch sehr ans Herz legen, falls ihr Interesse habt. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Dr. Smile gibt es in fast jeder Stadt bei euch in eurer Nähe. Erkundigt euch, dann könnt ihr einen kostenlosen 3D-Scan-Termin ausmachen. Dann bekommt ihr einen 3D-Scan gemacht. Und die Behandlung wird besprochen. Erst dann bekommt ihr die Behandlung zugeschickt. Ihr guckt euch das Ganze an, ob euch das gefällt. Und erst dann könnt ihr euch dann eben für die Behandlung oder eben dagegen entscheiden. Ich habe mich in dem Fall für die Behandlung entschieden und ich bereue es überhaupt nicht. Da werde ich euch hier die Videos mal verlinken. Da erzähle ich nämlich wirklich alles von A bis Z. Ja, man kann halt dann auch später direkt sehen, wenn man die Behandlung quasi zugeschickt bekommen hat, wie das Endergebnis aussehen wird. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl, muss ich wirklich sagen. Es gibt übrigens auch eine Dr. Smile App. Da könnt ihr immer alles dokumentieren, also eure Zähne fotografieren. Und da kann ich euch jetzt hier auch gleich mal ein paar Bilder einblenden, wie meine Zähne vorher aussahen. Also da ist ein Zahn, der hier oben, der steht noch ein bisschen ab, also wirklich nur ein Millimeter. Aber es ist so, dass ich ja jetzt den Retainer trage und der macht ja auch noch ein bisschen was. Den Retainer sollte man durchgängig tragen, so wie die anderen Schienen auch, also 22 Stunden am Tag. Und zwar trägt man deshalb den Retainer, damit die Zähne auch in dieser Position bleiben, denn es ist von Natur aus so, dass die Zähne sich dann auch wieder verschieben könnten. Ansonsten gibt es auch andere Möglichkeiten, die ich dann jetzt noch besprechen werde, denn es gibt eben auch einen anderen Retainer, und zwar sind es Drähte, die man an den Zähnen, also von innen, reinsetzen lässt, damit sich die Zähne auch nicht verschieben. Und ich trage jetzt die Retainer-Schiene. Die kann ich immer wieder rein und rausholen. Und bei mir war das so, dass zwei IPR-Behandlungen durchgeführt werden mussten, weil ich einen Engstand habe und da musste ein bisschen Platz geschaffen werden. Und das war aber auch super schnell gemacht, in 10 Minuten. Es hat auch überhaupt nicht wehgetan. Und somit konnte ich dann mit der nächsten Schiene beginnen. Und ja, wie gesagt, ich war dreimal da und jetzt das vierte Mal muss ich jetzt noch zum Abschluss hingehen für die Endkontrolle. Ansonsten wurde ich auch gefragt, wie das mit den Schmerzen ausschaut. Also die erste Schiene war irgendwie, als ob ich keine tragen würde. Da hatte ich wirklich null Schmerzen. Ich glaube, ich habe euch das auch über Instagram dann mitgeteilt. Die zweite Schiene war auch echt total in Ordnung. Die dritte Schiene war dann irgendwie sehr schmerzhaft. Also es ist so schmerzhaft, dass ich abends, also nachts beim Schlafen, mir wirklich die Schiene am liebsten rausgerissen hätte. Aber wichtig ist bei dieser Behandlung, dass man auch wirklich konsequent ist. Vor allen Dingen, dass man auch die Zahnschienen 22 Stunden lang trägt und dass man die nur dann rausnimmt, wenn man sich eben die Zähne putzen muss oder wenn man was essen möchte. Jetzt, die letzten Schienen waren schon sehr, sehr schmerzhaft, aber nichts, was man nicht aushalten könnte. Ne? Also man kann es aushalten, man muss es durchziehen und man weiß ja, für was man es tut. Ne? Und jetzt der Retainer, der ist auch noch ein bisschen schmerzhaft, also da ist auf jeden Fall Druck vorhanden. Aber ich trage den jetzt auch erst seit 2 Tagen und das legt sich dann. Also so ab dem 3. oder 4. Tag
spürt man fast gar nichts mehr. Also es ist wirklich nur beim Schienenwechsel. Also falls ihr irgendwie lange schon mit den Gedanken gespielt habt, das zu machen, dass eure Zähne vielleicht schief sind und euch das stört, dann macht es. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich werde euch in der Infobox einen Rabattcode reinschreiben. Ich weiß allerdings nicht, ob er funktioniert, aber ihr könnt es ja mal versuchen. Ich glaube, ihr könnt damit 300 Euro sparen. Ich wurde auch gefragt, wie viel kostet denn so eine Behandlung? Alles ist wirklich super individuell. Ich meine, es gibt 3 Pakete S, M oder L. Je nachdem, wie schief eure Zähne sind, kostet dann auch die Behandlung. Aber es ist bezahlbar. Und was ich auch total toll finde, ist, man kann es auch in Raten bezahlen. Ne? Eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig war bei Dr. Smile, ist, die garantieren dir die Behandlung, beziehungsweise das erzielte Endergebnis. Und falls deine Zähne nicht so aussehen am Ende wie versprochen, dann wird weiter dran gearbeitet, bis die so gerade sind, wie ihr euch das wünscht. Und das finde ich natürlich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ich bin jetzt gespannt mit dem Retainer. Da tut sich ja noch was. Und der eine Zahn, der 1 Millimeter noch absteht, der wird bestimmt noch gerade. Und wenn nicht, ja, wie gesagt, das werde ich dann dort vor Ort alles noch besprechen und da kann ich euch dazu bestimmt auch am Ende auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, das war's. Wie gesagt, mein Fazit, ich bin zu 100% zufrieden. Meine Zähne sind gerade, dass ich innerhalb von einem Jahr gerade Zähne habe, das hätte ich echt nie für möglich gehalten. Und ich bin sehr, sehr happy. So, und das hier ist unser Kamin. Ihr wisst gar nicht, wie happy ich bin. Also für mich ist ehrlich gesagt ein Traum wahr geworden. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Der Kamin ist übrigens von Kamin Haag. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns für einen Marmorkamin entschieden, also die Umrandung quasi da. Die ist aus Marmor, aber es ist ein schlichtes Marmor. Also da ist keine Marmorierung vorhanden, sondern der ist rein weiß, ein wunderschönes Weiß. Und sehr, sehr hochwertig. Der kommt aus Welver, meine ich. Das ist alles Handarbeit. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, ne, weil Geschmäcker sind verschieden. Man kann auch einen Holzkamin aussuchen, aber wir wollten einen Stein haben. Ja, ich zeige euch den jetzt von nahen. Ja, so schaut der Kamin aus und die Kaminbox. Das ist auch noch nicht komplett fertig. Also hier könnt ihr sehen, dass das verputzt wurde. Und hier seht ihr natürlich noch die ganzen Unebenheiten und hier ist zum Beispiel noch ein Netz vorhanden, das man noch sieht, denn hier muss auf jeden Fall noch gespachtelt werden. Also Kaminhaag, stellt euch das so hin und dann müsst ihr noch eine Malerfirma aufsuchen und die muss dann die Umrandung quasi spachteln und dann streichen. Und hier haben wir ja den Stuck und der kommt dann hier überall noch drumrum. Außerdem ist die Deko hier jetzt auch erstmal nur provisorisch. Also das Bild kommt wahrscheinlich dann hier hin oder so, das muss ich dann schauen. Hier kommt dann auch überall noch eine Wandvertäfelung und auch hier rechts und links. Ich mag das so gerne, oh mein Gott, ich bin so in love mit unserer Galerie und die Wandvertäfelung. Das sieht einfach so schön aus und deshalb wollen wir das hier auch machen. Ansonsten muss noch der Schornsteinfeger kommen zur Abnahme. Der war aber schon vorher da. Da wurde alles besprochen. Ja, und das hier ist die Kaminkammer. Wir haben uns für ganz klassisch schwarz entschieden. Da gab es auch, oh mein Gott, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die gab es auch in Chrom und in Gold. Und ja, aber das wäre jetzt nichts für uns gewesen. Wir wollten was Klassisches, weil, ja, wer weiß, ne, irgendwann möchte ich hier doch Gold dekorieren oder doch mit Chrom und dann passt das nicht, ne? Und deswegen schwarz klassisch passt immer. Aber nächstes Jahr Weihnachten wird es hier richtig schön. Ich habe schon zu Lukas gesagt, hier kommt der Weihnachtsbaum hin. Definitiv. Und oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Also ich hatte ein bisschen Angst, weil dieser Vorbau, also diese Boxumrandung, die muss ja da sein. Ne? Gerade weil wir ja in Holzbauweise gebaut haben, mussten hintenrum an der Wand auch nochmal so Schutzsteine dran. Frag mich nicht, wie die heißen. Genau, und dann hatte ich echt Angst, dass der einfach zu weit nach vorne kommt. Aber Leute, schaut mal, hier ist so viel Platz. Das ist der Hammer. Hier kommt ein riesen Fernseher hin. Aber dazu müssen wir mal uns beraten lassen. Ne? Fernseher online bestellen, das ist jetzt nicht unser Ding so. Das ist jetzt noch der alte, der kommt dann ins Gästezimmer wahrscheinlich und der wird dann, also der große wird dann hier oben aufgehängt. Ich habe gesehen, da gibt es einen Fernseher, der schaut aus wie ein, ja, wie ein Bild, ne? wie so eine Leinwand. Also das wäre auch etwas, was mir sehr, sehr gefallen würde. Aber wie gesagt, man muss sich da einfach mal beraten lassen. Wir brauchen auf jeden Fall vielleicht so einen 75 Zoll, also der muss schon groß sein und ich freue mich, ja. Und hier haben wir Boxen, das ist Dolby Surround
Und das hat sich Lukas auch sehr gewünscht. Ich bin ja gar nicht der Fan von Boxen. Und es war wirklich eine sehr hübsche und schöne Möglichkeit. Ich zeige euch das mal. Hier sind dann auch die Boxen. Da und da. Und dann hat Lukas sein Dolby Surround und dann kann er hier seine Filme schauen. Und ja, wir haben jetzt provisorisch die zwei Sesseln hier hingestellt und hier die Couch. Und die zwei werden dann später hier hinkommen und dann haben wir hier auch nochmal sehr viel Luft. Und ja, Mädels, das ist unser Kamin. Wie gesagt, bei Kamin H können wir euch sehr ans Herz legen. Falls ihr Interesse habt, geht dort vorbei, lasst euch beraten, schaut euch die Kamine an. Und der Stein ist wirklich wunderschön, rein weiß, sehr, sehr hochwertig. Ja, wir sind sehr, sehr glücklich. So, und ich mache mir jetzt ein Latte Macchiato. Ja, und erzähle euch mal ein bisschen, wie es weitergeht. Also nächste Woche kommen eventuell die Türen, da freue ich mich schon. Und die Türgriffe, die sind ja schon seit einer halben Ewigkeit schon da. Die sind wunderschön. Wir haben übrigens goldene Türgriffe. Ich weiß, das ist eine Seltenheit. Viele trauen sich leider nicht. Ja, die goldenen Türgriffe, die passen einfach zu diesem Villenstil, den wir hier haben. Wir haben ja auch eine amerikanische Eingangstür im Landhausstil mit einem wunderschönen goldenen Türgriff. Der ist einfach nur ein Traum. Die Tür übrigens wurde für uns extra angefertigt. Die werdet ihr auch so schnell hier in Deutschland nicht finden. Es war nämlich super, super schwierig, die so zu bekommen. Auch alles Handarbeit. Wir sind sehr, sehr happy mit der Tür. Ich schaue mal, ob ich sie euch heute schon zeigen kann, weil die ist noch komplett zugedeckt, ne? Damit, wenn hier Gewerke ausgeführt werden und die Bauarbeiter hier sind, dass sie nicht zerkratzt wird. Gold muss hochwertig sein. Wisst ihr, was ich meine? Sonst sieht man, dass die Billo sind. Das geht natürlich nicht. Unsere wurden extra vergoldet. Ja, und das muss schon sein. Also falls ihr euch dazu entscheidet, irgendwie goldene Griffe zu kaufen, dann müssen die auch wirklich hochwertig sein. Sonst sieht man einfach, dass die billig verarbeitet worden sind, ne? Genau. Und ich freue mich. Ich hoffe, dass nächste Woche dann die Türen kommen. Dann kann ich euch alles zeigen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist langsam sehr unangenehm geworden, wenn hier Bauarbeiter sind oder so und wir auf Toilette müssen. Ohne Tür ist das... ja, nichts Schönes, sage ich jetzt mal. Und deswegen freuen wir uns jetzt sehr auf nächste Woche. Ansonsten, Ankleidezimmer wird bis nächste Woche auf jeden Fall fertig sein. Das kann ich euch dann auf jeden Fall auch zeigen. Ja, und für nächste Woche sind auch die Terrassenplatten angedacht. Und zwar für die Loggia oben, also für den Balkon. So, ich nehme euch mal mit. Wir gehen mal hoch, ich guck mal, wie weit Lukas ist mit dem Ankleidezimmer. Hier ist es so schön hell, Leute. Schaut mal, hier kommt so viel Licht rein. Oh mein Gott, schaut euch mal diese Lampen an und die Wandvertäfelung. Oh. Was wollte ich euch zeigen? Ich stelle mal meine Latte ab. Ich habe neue Vasen gekauft bei H&M. Und zwar schauen die so aus. Richtig schön finde ich die. Ich habe jetzt hier ein bisschen Pampasgras reingemacht. Die gibt es übrigens aktuell. Ich habe auch noch eine kleine Variante, die ist allerdings unten auf dem Esstisch. Und zu H&M wollte ich euch auch noch was sagen. Das liegt mir sehr am Herzen, weil das sind einfach so Sachen, die gar nicht gehen, Leute. Oh mein Gott, ich könnte mich wirklich darüber aufregen. Was heißt darüber aufregen? Es macht mich ehrlich gesagt sehr, sehr traurig. Aber wir gehen jetzt in Emilys Kinderzimmer. Ich muss da nämlich ein bisschen aufräumen und dann sage ich euch was zu H&M. Ich glaube, wir haben 17 Grad oder so. Richtig schön. Meine Kamera ist gerade überbelichtet. Ja, ein sehr, sehr schönes Wetter haben wir gerade. Da draußen wird noch fleißig gebaut. So. Ja, also. Eine Zuschauerin hat mir geschrieben, Mayra, wie kannst du bei H&M bestellen? Ihr seid doch so reich und so, das hast du doch überhaupt gar nicht nötig. Also erstens bestelle ich, wo ich möchte. Unabhängig davon, wie viel etwas kostet, kaufe ich es nur, weil es mir gefällt. Und es ist mir egal, ob das von H&M ist, von Westwing oder sonst was. Ich will jetzt hier auch keine Werbung machen. Wenn ich nach einer Vase suche, dann gebe ich das bei Google ein und dann werden mir die beigen Vasen angezeigt, die ich suche. Und wenn mir von H&M eine angezeigt wird und ich finde die hübsch, dann bestelle ich sie. Egal, ob sie 20 Euro kostet, 40 Euro oder 300 Euro. Das ist egal.
Und um nochmal darauf zurückzukommen, du bist ja so reich oder ihr seid so reich, ihr habt es ja gar nicht nötig, bei H&M zu kaufen. Ja, wir sind sehr, sehr reich, aber reich im Herzen. Denn wer wirklich denkt, er sei reich, weil er irgendwie einen Besitz hat und sich darauf irgendetwas einbildet, der hat vom Leben gar nichts gelernt, gar nichts. Natürlich haben wir die Möglichkeit und haben ein schönes Häuschen gebaut und ja, es ist vielleicht ein bisschen größer als ein normales Haus, aber das bedeutet nicht, dass wir uns deswegen einbilden, dass wir was Besonderes wären und dass wir deshalb dann plötzlich oberflächlich werden und nicht mehr bei H&M einkaufen. Also, das heißt, die Person, die mir das geschrieben hat, hat mir nicht nur etwas unterstellt, sondern hat auch damit andere Menschen beleidigt, die das eventuell lesen und sich dann denken, hä, wie bin ich jetzt weniger wert, weil ich da bei H&M kaufe? Oder, wisst ihr, also es ist ein sehr schwieriges Thema und ich mache mich echt schwer, immer die richtigen Worte zu wählen. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das geht gar nicht. Und mir war es ganz, ganz wichtig, das ganz stark zu betonen und zu erwähnen, um mit euch darüber zu sprechen, dass wenn ich euch jetzt mein Haus zeige oder die Dinge, die wir neu kaufen, es soll einfach nur für euch eine Inspiration sein. Ich weiß, dass viele, viele Leute auch bauen und dann ist das natürlich sehr interessant und ich selbst schaue mir ja auch andere Hausbau-Vlogs an und so oder habe das vor dem Bau gemacht, ne? Und ja, das lag mir sehr am Herzen, das mal zu erwähnen und solche Kommentare sind einfach total unangebracht. Genug geredet. Ich weiß sowieso, ich schaue mir später das Video an und schneide es und denke mir, oh Gott, Mara, was schneidest du wieder raus? Du hast wieder viel zu viel geredet. Hoffentlich wird das auch nicht falsch verstanden. Ja, und das hier ist unser Hauswirtschaftsraum. Er ist auch sehr unaufgeräumt. Die Ecke hier kommt selbstverständlich weg. Hier kommt übrigens auch noch ein Unterschrank hin und die Arbeitsplatte wird auch nochmal verlängert. Und hier unten kommt noch eine Blende hin, da muss der Schreiner nochmal dran. Es ist halt momentan echt schwierig, weil alle Küchenstudios haben zu, Corona und so weiter. Aber ich bin ja sehr, sehr happy, dass alles ja trotzdem geliefert werden konnte und aufgebaut werden konnte. Ja, und Leute, ich hätte niemals gedacht, dass Wäsche waschen oder bügeln so viel Spaß macht. Oh mein Gott, was so ein Schnickschnack ausmacht, ne? Ach, wir Frauen sind wirklich verrückt, ne? Lukas lacht mich immer aus. Aber naja, so ist das. Frauen sind Frauen und bleiben Frauen und so ein Schnickschnack macht uns eben glücklich. Ja, so schauen die Fliesen aus. Die haben so ein Mischmasch, so Beige, Taupe und Grautöne sind mit drinne enthalten. Und ich bin ja eigentlich nicht so gewagt, was Fliesen angeht oder irgendwie so Ornamente. Aber hier musste irgendwie was Außergewöhnliches rein. Hier habe ich wirklich sehr, sehr viel Stauraum. Ich kann sehr, sehr viel unterbringen. Ja, die Waschküche ist komplett grifflos, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir hatten erstmal Griffe bestellt in Chrom mit einem weißen Griff, auch so in dem Vintage-Look. Aber irgendwie haben wir uns dann dagegen entschieden, das war uns irgendwie zu kitschig und deswegen bleibt die zeitlos und grifflos. Natürlich habe ich die Waschküche ein bisschen dekoriert, aber auch nicht zu viel. Hier zwei Pflanzen und hier zwei Körbe und zwar auch H&M online aktuell und auch H&M. Ja, und das hier ist der Wäschesortierschrank. Leute, es macht so viel Spaß, die Wäsche zu sortieren, dass ich das mal sage. Oh mein Gott. Ja, also normalerweise gibt es auch andere Möglichkeiten, die für uns jetzt nicht so interessant waren. Das erzähle ich euch auch gleich, warum. Es gibt zum Beispiel von Schüller oder von Nolte auch einen Schrank mit Öffnungen, damit ihr eben dann die Wäsche sortieren könnt, wenn ihr dann mit dem Wäschekorb hier davor steht. Ne? Bei uns ist es so, dass unsere Wäsche von da oben kommt, ne? Da ist ja der Wäscheschacht, weil wir schmeißen die Wäsche ja ins Kinderbad rein und die kommt dann hier unten wieder raus. Und das bedeutet, dass ich die Türe erstmal öffnen muss. Das heißt, diese Öffnungen bringen mir gar nichts. Da kommt meine Wäsche rein, also sie fällt hier rein. Dann nehme ich meinen Wäschekorb und dann kann ich loslegen und meine Wäsche sortieren. Übrigens habe ich mich hier für weiße Körbe entschieden, passend zu der Waschküche logischerweise. Bitte versäumt nicht, einen Wäscheschacht einzuplanen. Das ist wirklich so genial. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich erspare mir das quasi, mit dem schweren Wäschekorb runterzulaufen. Natürlich muss ich dann wieder hoch, ne? Aber ja, man spart Zeit. Und das Coole ist, hier kann ich dann, ne, wenn ich dann hier meinen Korb habe mit meiner Wäsche, kann ich dann meine Wäsche hier in die Waschmaschine reinmachen, in den Trockner und ich kann hier meine Wäsche auch gleich zusammenlegen oder bügeln. Also es ist wirklich sehr, sehr praktisch und
ja, richtig genial. Und ja, deshalb haben wir eine geschlossene Tür ohne Öffnungen, weil unsere Wäsche, wie gesagt, von da oben reinfällt. Und hier habe ich mein Waschzeug und hier oben auch Glasreiniger und solche Geschichten. Und hier haben wir auch zwei Schränke und hier können wir auch einiges reinmachen. Und zwar nicht nur alltägliche Sachen wie Klopapier oder Küchenrolle oder sowas, sondern auch Vasen, Deko und so weiter. Aber das ist ja alles noch sehr unaufgeräumt. Also ich habe hier noch einiges stehen, das muss in die Schränke rein. Die Lampe übrigens, die gibt es bei IKEA, wirklich sehr, sehr günstig. Aber ich habe genauso eine gesucht, in Glockenform, auch so ein bisschen diesen Vintage-Style. Ich wollte hier alles aber trotzdem sehr puristisch haben, sehr clean und zeitlos und sauber. Und es sollte einfach nur aufgeräumt aussehen. Und ja, ihr müsst euch das einfach mal wegdenken, was hier alles so rumsteht. Und hier haben wir auch ein Waschbecken mit dieser Armatur hier. Allerdings ist das hier auch noch nicht fertig. Das hier muss auch noch alles in Unterputz, weil das sieht nicht so schön aus. Und hier haben wir eine Entkalkungsanlage, die muss auch noch angeschlossen werden. Und hier müssen wir uns auch noch was überlegen, dass wir das dann eventuell unsichtbar machen. Vielleicht ein Unterschrank oder sowas. Wie schön die Sonne hier reinknallt. Wir haben so ein schönes Wetter. Es ist so schön warm. Ich habe es echt vermisst. Ja, und jetzt stehe ich hier vor der Eingangstür. Und ja, wir entblößen die jetzt. Heißt das so? Wir entblößen die? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach mal schneller. Übrigens, da oben kommt auch noch Stuck hin. Ne? Ach du lieber Gott. Schaut euch mal diese Tür an. Ey, Lukas, du stehst gerade im Weg. Ja, nee, du musst es schon richtig machen, so ta-da-da-da. Oh. Hammer, hammer, hammer. Oh mein Gott, ich bin schockverliebt. Schaut euch mal diese Tür an. Also ich weiß, ne, Geschmäcker sind verschieden. Das kann auch nicht jedem gefallen, aber ich bin einfach nur verliebt. Schaut euch mal diese Tür an. Die ist ein Traum. Alles Handarbeit, extra für uns angefertigt. Von der Firma Peine, falls ihr Interesse habt. Verlinke ich euch sehr gerne mal unten in der Infobox. Und ich würde euch ja sehr, sehr gerne noch den Griff zeigen. Der ist in Gold. Natürlich jetzt hier geschützt. Schaut mal, ein richtig schönes, hochwertiges Gold. Hier alles passend. Ja, Mädels, und das hier ist der Türgriff. Der ist wirklich ein Traum. Sehr elegant, sehr klassisch. Sowas findet man heutzutage selten. Viele trauen sich vielleicht nicht. Viele mögen es vielleicht nicht, aber für mich ist das wirklich ein Traum, dass in Erfüllung geht. Ich liebe einfach diese Tür. Der passt perfekt zu der Eingangstür und zum Haus einfach in dem klassischen Villenstil. Richtig, richtig schön. Ja, der hier kommt natürlich weg. Der ist jetzt hier auch nur provisorisch, damit wir auf und zu machen können. Hier kommt natürlich auch ein goldener hin. Und auch hier die Umrandung wird in Gold. Und so schaut die Türe von innen aus. Und ich muss es wirklich sagen, damit ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben auch auf sehr viele Details geachtet, die natürlich mit sehr vielen Kosten verbunden ist. Das muss man natürlich schon erwähnen. Aber dafür haben wir jetzt unsere Traumtür. Und zwar hier, das hier ist zum Beispiel auch weiß und nicht irgendwie Edelstahl oder Chrom. Das hätte ja gar nicht gepasst zu den goldenen Griffen. Und ja, aber Wahnsinn. So, ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und dass ich euch mal wieder inspirieren konnte, eventuell. Das wäre richtig schön. Und ja, ich bin gespannt, was ich euch alles nächste Woche zeigen werde. Wie gesagt, die Türen werden angebracht, hoffe ich. In der Loggia werden die Terrassenplatten verlegt und. Ich bin selbst sehr gespannt und freue mich, wenn hier endlich alles fertig ist und ich mal richtig loslegen kann, dekorieren und so weiter. Hier fehlen ja auch überall Gardinen, Lampen und so weiter. Die Reinigungsfirma wollte ja noch kommen, um die Fenster sauber zu machen. Erst dann können ja die Gardinen dran. Und ja, wir werden sehen, was noch so passiert. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich verabschiede mich jetzt von euch und würde sagen, bleibt mir unbedingt gesund. Ich küsse euch. Ciao, ciao.